Ahoi, ihr Lieben, ich bin in einer Brot- und Butterkabine sozusagen auf der neuen Mein Schiff 2 und zwar in Kabine 6081. Brot und Butter, was soll das denn heißen? Naja, es ist der beliebteste Kabinentyp und damit auch der, ich denke, der am häufigsten vorhanden ist, eine Balkonkabine. So, der Klassiker, ja. Keine Suite, nee, eine ganz normale Balkonkabine. Und deswegen würde ich sagen, weil die ja für viele von uns besonders wichtig ist, gucken wir uns die mal ganz besonders genau an. Hier wird einmal der, ups, Strom eingeschaltet. Ja, das bedeutet, dieses Licht hier hat dann die Angewohnheit, auch in der Nacht zu leuchten. Wer so Lichter nicht mag, der klebe das bitte ab mit etwas, was er sich dann mitbringt. Ja, das wäre also mein Geheimtipp. Wer da ein bisschen empfindlich ist, ich gehöre ja auch dazu. Wobei ich vergesse immer, was mitzunehmen zum Abkleben. Hier kann man die Temperatur gradgenau oder sogar zentigradgenau einstellen. Ganz praktisch. Ja, hier an der Wand kann ich direkt gleich meine Jacke oder so aufhängen. Ich finde ja diese Streifenoptik, ne? Ich meine, dieses Wandmaterial ist noch nichts Besonderes, aber ich finde mit diesen Streifen, was man eben macht hier bei TUI Cruises auf den Neubauten, das sieht irgendwie richtig gut aus, ja. Auch der Teppich, durchaus hübsch. Auch wenn es ja nun überwiegend kalte Farben oder so sind, ne? Ich meine, ist natürlich auch ein guter Gegenpol, wenn man irgendwie im Mittelmeer unterwegs ist und das ist warm. So hat man dann die Kühle des Bodens hier. So, gucken wir mal hier in die Nasszelle. So, ja, das ist hier der übliche Waschtisch, wie wir ihn eigentlich auch schon kennen. Ich denke, seit der Mein Schiff 3, da hat man nicht so wirklich was verändert. Da gibt es Steckdosen für den Föhn. So, hier Handseife oder so ist natürlich alles vorhanden. Hier unten könnte ich jetzt meinen Kosmetikbeutel noch reinpacken. So, ja, da unten ist auch nochmal Ablagefläche. Das ist, denke ich, vom Platz hier völlig in Ordnung. Nagelfeile oder sowas gibt es natürlich hier auch. Oder aber gar, ups, umgekippt hier. Garn zum Nähen oder so. Ja, ups, na komm, lassen wir es so. Gut, hier ist einmal die Toilette. Ja, Handtücher sind natürlich auch vorhanden. Die bitte auch gerne so häufig verwenden wie zu Hause. Spricht eigentlich nichts dafür, dass man die hier nicht so häufig verwenden sollte. Wenn man dann denkt, es ist in Ordnung, dann kann man es auf den Boden schmeißen oder so. Aber nicht irgendwie jeden Tag die standardmäßig auf den Boden schmeißen. Das ist irgendwie ziemlich doof, ne? Hier einmal Shampoo und Duschgel und dann Pflegespülung. Ja, hier kann man sich nicht nur duschen, sondern man kann hier auch Wäsche aufhängen. Das geht dann da. Man hat nur dummerweise, also das finde ich nach wie vor irgendwie schwierig bei TUI Cruises, keine Waschmaschinen so. Das finde ich echt doof. Ja. Oder auch keine Bügeleisen oder so. Man kann die Dinge eigentlich nur in die Reinigung geben. Das finde ich also nicht optimal, muss man sagen. Also vielleicht wird das irgendwann mal was auf den Neubauten, die ja dann irgendwann aus Italien kommen, die größer sind und auch mit verflüssigtem Erdgas betrieben werden. Der Schrank. Ja, das ist immer so ein bisschen so eine etwas, ups, so eine eigenwillige Konstruktion. Habe ich, glaube ich, so auch noch nie gesehen, diesen Schrank. Also das ist so, weiß ich, eine TUI Cruises eigene Konstruktion. Also bin ich mal gespannt, ob ich den irgendwo anders nochmal sehe. Aber ja, zumindest, das ist so ein bisschen hier ums Eck oder so herum, ne? Also man versucht hier wirklich jeden Millimeter optimal zu nutzen. Ja, einmal hier zum Aufhängen und so. Das ist, denke ich, im Prinzip erstmal von der Schrankfläche soweit okay. Zumal hier auch keine Rettungswesten liegen. Die gibt es an den Ausgabestationen. Aber es gibt eben noch viel, viel anderes Fläche, so andere Fläche, sodass man eigentlich überhaupt gar kein Problem hat, ja, was nun Stauraum angeht. Hier auf dem Sofa kann auch jemand übernachten, wenn man das möchte. Eine dritte Person. So, hier unten. Ach, guck mal, hier lagert das Wasser. Na gut. Da, ich bin nicht ganz sicher. Ja gut, da ist dann die Decke. Wenn tagsüber, wenn da jemand schläft, wird das tagsüber wieder zum Sofa rückgebaut. Und dann lagert tagsüber da die Decke dann da drin. Ganz genau. So, die Mischung hier aus Ankleidetisch und Schreibtisch, wie auch immer. Ja. Einmal der Stuhl, dann hier natürlich auch eine wichtige Geschichte, der Haartrockner für viele. Hier steckt normalerweise noch eine Rose drin. Ach ja, und wir sehen schon, hier drin darf nicht geraucht werden, aber auf dem Balkon. Zum Leidwesen mancher Nichtraucher. Diamantservice, man kann, das ist der Roomservice, man kann da also Getränke bestellen und kleine Snacks, alles gegen Aufpreis. Da ist dann plötzlich nichts mehr mit Premium All-Inclusive. Ja, das kostet tatsächlich alles extra. Ja, also dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man was trinken will und nichts bezahlen möchte, sollte man das außerhalb der Kabine tun. Hier ist dann eine Kapsel, die mit Nespresso-Maschine, eine
Ich sag's mal falsch. Hier ist eine, ich will immer nicht sagen, dass es eine Nespresso-Maschine ist, weil das ist keine. Das ist eine Maschine, die mit Nespresso-Kapseln benutzt werden kann, aber eben von einem anderen Hersteller. Das wollte ich damit sagen. So, weitere Kapseln können erworben werden zum Preis von 1 €. Und diese Wasserflaschen, die wir da vorhin gesehen haben, die kosten auch extra 2,60 €. 4 Steckdosen haben wir hier. Ja, wichtig. Keine USB-Ports oder so. Also müsst ihr auch bitte eure USB-Ladegeräte mitnehmen. Aber hier sind halt nochmal reichlich Schubladen. Für mich mit meinem vielen technischen Kram ist das super, muss man wirklich sagen. Auch da oben, ne? Also man lässt da wirklich nichts ungenutzt, sondern hat da auch nochmal Platz. Das sind dann so Fächer, da muss man dann nachgucken, dass man da nichts vergisst, ne? Also wenn man dann abgereist ist, ist es so ein bisschen so eine Sache, ja. Ja, die Bilder, so, das hat man natürlich auch im Laufe seit der Mein Schiff 3 auch alles so ein bisschen verändert. Ich glaube, das macht man seit der Mein Schiff 1, macht man das so in der Art. Früher hatte man da so Schiffe hängen, die sahen aus wie die Titanic, wo manche schon geschockt waren, ja. Ja, Kissen sind natürlich auch da, genau. So, aber wir waren ja schon hier, Nachttisch. Ja, dieses Element kann auch da weggenommen werden und zwischen die beiden Betten gestellt werden. Ja, wenn man mit der Schwiegermutter unterwegs ist und nicht mit der in einem Bett schlafen möchte, kein Problem. So, und dann hier direkt gegenüber der Fernseher, so, der kann hier tatsächlich nicht bewegt werden. Also der ist starr. Also wenn man dann irgendwie hier hinten sitzt irgendwie, ja, also dann muss man schon da wirklich sehr schräg darauf gucken. Kann man wirklich nicht bewegen, ne? Nicht, dass ich was Falsches sage oder dass ich abreiße. Nee, kann man nicht bewegen. Wäre schön gewesen, wenn man es hätte können. Also wenn man da hinten sitzen möchte zum Fernsehen. Aber gut, ja. Ja, so, das Bett, da dann nochmal ein Nachttisch mit ein bisschen mehr Platz. Ja, die Vorhänge sind für meinen Geschmack immer ein bisschen kurz, weil ihr seht schon, da kommt was unter durch. Also das finde ich ist immer so ein bisschen unnötig. Jetzt gucken wir mal nochmal auf den Balkon. Ja, das hier ist hier dieses Stuhlmodell, was man hier hat. Keine Liege, sondern ein Stuhl mit veränderbarer Rückenlehne. So, und jetzt kann man theoretisch hier auf der Promenade rumlaufen. Nein, das ist natürlich nicht so. Hier sind normalerweise die Türen alle zu. Ja? Wenn man irgendwie Freunde, Familie, wen auch immer nebenan hat, kann man es offen lassen. Das ist ganz cool, kann man rumgehen. Aber so, wie wir das jetzt heute sehen, wird man das nie wieder sehen. Also höchstens zu Reinigungszwecken. Ne? Also ja, das ist so, da ist die Tür zu. Also keine Sorge. Ja gut, ne? Man hat jetzt hier einen Blick, muss man sagen, hier auf diese Krankonstruktion hier für die Rettungsboote. Aber klar, irgendwo müssen die Rettungsboote sein, ne? Für den Fall der Fälle. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Sache, ne? So, das Meer wäre dann da hinten irgendwo, wenn wir nicht im Hafen liegen. Ja, da weiß ich auch, oh mein Gott, ich sehe gerade, was ist das hier für ein Kran? Meine Herren, was die wohl da oben noch machen. Aber das nur am Rande. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen so die Geschichte, ne? Wenn man dann hier so ist, so Nebenkabine, man guckt halt so direkt aufs Rettungsboot, ne? Ja, das lässt sich nicht anders machen, denke ich, an der einen oder anderen Stelle. Aber umso wichtiger ist es halt, dass man dann eben guckt, ja, wo ist die Kabine gelegen und wie ist da so die Situation dann? Ja, Balkonkabine. Also da sollte nicht so das Problem sein, die zu buchen. Die sind nämlich meist verfügbar. Also insofern ist ja die Reise ist komplett ausgebucht. Also ja, ansonsten klickt da mal rauf, bucht auch gerne über den Link, denn so unterstützt ihr ohne einen Cent zu bezahlen meine Arbeit. Der Wahnsinn, oder? Denn TUI Cruises kann das dann so zuordnen und die wissen dann so, ah, das ist vom Schiffstester. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.